Ja, sehr herzlich willkommen, sehr verehrte Anwesende. Ich darf Sie begrüßen zu einer Veranstaltungsreihe, die jetzt diesen Herbst beginnt, aber auch nächstes Jahr weitergeführt werden wird. Wir haben sie genannt in der Allgemeinen Anthroposophischen Sektion, genauer in diesem Fall Konstanza Kalix und ich, Beiträge zum jüdischen Humanismus. Wir sind der Auffassung, dass wir in der Allgemeinen Anthroposophischen Sektion eine Hauptaufgabe haben. Das ist einerseits das tiefere Verständnis all dessen, was Rudolf Steiner mit den 19 Stunden der ersten Klasse der esoterischen Schule des Götterahnung, wie er sie nannte, gegeben hat. Dass wir uns zweitens mit Sicherheit sehr intensiv immer je neu beschäftigen werden mit den Grundlagen der Anthroposophie, erkenntnismethodisch, aber auch inhaltlich und der Entwicklung und Entfaltung der Anthroposophie im 20. Jahrhundert. Das ist einerseits die Werkbiografie Rudolf Steiners und das ist andererseits auch das Gemeinschaftsgefüge der anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung. Und dass wir aber drittens über die nächsten Jahre doch auch sehr uns bemühen wollen, nie zu vergessen, dass im 20. Jahrhundert auch andere große Aufbrüche für den Menschen, für das Zusammenleben der Menschen, aber auch für das Verständnis dessen, was ist überhaupt der Mensch, aufgetreten sind. Die Anthropologie, die Frage, was ist der Mensch, ist die Frage des 20. Jahrhunderts geworden, sagen viele Bewusstseins- und Philosophie- und Psychologie-Historiker. Ein Jahrhundert, das wie kein anderes den Menschen verneint hat, genozidal verneint hat, in einer Weise vernichtet hat oder zu vernichten suchte, die es nie gab, zuvor und andererseits, was für Bemühungen um ein tieferes Verständnis des Menschenwesens in der Schöpfung. Das zeichnet natürlich das 20. Jahrhundert aus, im Anthroposophischen würden wir wahrscheinlich sagen, als ein Michaelszeitalter. Und in dem Zusammenhang ist ein ganz wesentlicher Beitrag erfolgt, ein vielfältiger Beitrag von jüdischen Philosophen, Psychologen, Soziologen. Und zwei ganz markante Menschen möchten wir diesen Herbst, Winter vorstellen, das heißt besprechen, in diesen Raum hier ansprechen und etwas von ihrer Arbeit zum Vorschein bringen, uns ihnen zuwenden, gar nicht im Sinne einer ganz neuen Auslegung und Interpretierung, in diesem Fall von Martin Buber und Franz Rosenzweig, sondern eine Art Würdigung der Hinwendung. Menschen, die vielen von uns ein Lebensthema geworden sind, vielen von uns seit der Jugend, aber doch innerhalb der anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung selten explizites Thema werden. Ich weiß von vielen Menschen, dass sie durchaus innerlich mit Menschen wie Martin Buber und Franz Rosenzweig leben, durch die philosophischen, poetischen, literarischen Werke, die sie geschaffen haben. Aber wir haben uns gesagt, das ist wichtig, das auch einmal ins Zentrum zu stellen. Und gar nicht direkt zu fragen, was ist denn der direkte Bezug zur Anthroposophie, sondern auch im Sinne eines genauen Hinhorchens und Verstehens. Und der Stern der Erlösung, das Hauptwerk von Franz Rosenzweig, ist 1921 erschienen. Es gibt viele Gründe, auf ihn zu blicken, das soll dann im letzten Vortrag im eigentlichen Sinne geschehen, im Dezember, aber im November schon die Zusammenarbeit von Martin Buber und Franz Rosenzweig an der Verdeutschung der Schrift, wie sie das nannten. Heute Abend beginne ich mit Martin Buber selbst. Also das ist das Vorhaben. Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, immer nur zurückzuweisen, dass Rudolf Steiner kein Antisemit war. Das ist richtig. Aber wir haben doch auch die Aufgabe, diese Bezüge auszuarbeiten und tatsächlich uns zuzuwenden dem, was an großer humanistischer Arbeit im 20. Jahrhundert, aber fortwirkend ins 21. geschehen ist und im Sinne und am Beispiel von Martin Bubers nahe am Abgrund. Ich habe lange überlegt, wie ich den Abend gestalten will, denn dieses Leben war 87 Jahre lang und das Gesamtwerk ist riesengroß. Und es hätte natürlich schon sehr nahe gelegen, ein paar Kerngedanken seines Humanismus Ihnen darzustellen. Ich habe lange das auch überlegt.
Aber dann habe ich doch gedacht, es ist doch gut, mit einer Gesamtheit zu beginnen. Eine Gesamtheit, eine Wesenheit, die wir einen Lebensgang nennen. Es ist eben doch nicht nur so, dass da jemand Gesichtspunkte des Humanismus neu formulierte, sondern dass er ein Leben gelebt hat. Und dass er diesen Humanismus gelebt hat, dass er ihn wirklich in diesem Sinne zur Darstellung brachte, durch seinen Lebenseinsatz. Und so meine ich, dass es gut ist, dass am Anfang einer solchen Reihe ein gelebtes Leben steht. Martin Buber hat durch dieses Leben, ich meine, so stark gewirkt wie durch seine Schriften und seine Vorträge. Und dieses Leben hat sich eingeschrieben, auch in seine Gestalt, in sein Antlitz. Ich glaube, viele von uns haben dieses Antlitz vor Augen. Wenige vielleicht seine Stimme noch mit einem im Ohr. Man kann das ja noch anhören. Ein Vortrag von 1962, den er gehalten hat, beispielsweise, ist sehr einfach zugänglich. Man hört ihn sprechen. Aber das Antlitz von Martin Buber auf vielen Bildern, vielen Büchern auch abgebildet, hat viele von uns angeblickt, obwohl wir ihn nie getroffen haben. Wer war der Mann hinter diesem Antlitz oder wie ist dieses Gesicht des 20. Jahrhunderts zu verstehen? Ich möchte sein Leben schildern, natürlich mit einigen Schwerpunkten und dennoch versuchen, tatsächlich vom Anfang in Wien bis zum letzten Atemzug in Jerusalem etwas zu sagen, denn schon allein diese beiden Orte stehen doch für sehr viel, wenn man die Geschichte des 20. Jahrhunderts bedenkt und im 21. leben wir. Also am 8. Februar 1878 kam dieses Kind zur Welt, dieses Kind, dieser Mensch der Sprache, der so spät sprechen gelernt hat, mit 3 Jahren erst anfing und was ihm offensichtlich die Sprache verschlug oder nicht den Weg zur Sprache finden ließ, war eine sich schnell zerrüttende Erziehungssituation. Die Mutter, eine Jüdin aus Odessa, ging relativ früh ihres Weges. Es war ein Zerwürfnis, es war keine irgendwie gemeinschaftlich haltbare Situation. Er wuchs nicht bei den Eltern auf, er wuchs nicht in Wien auf, über das 2. Lebensjahr hinaus. Er wuchs auf in Galizien, im damaligen Lemberg, der Stadt, der Stätte seiner Großeltern väterlicherseits, der Hauptstadt des Kronlandes Galizien. Und im Nachwort zu seinem einzigen Roman, den er geschrieben hat über Gog und Magog, schreibt er im Nachwort, ich bin ein polnischer Jude, viersprachig groß geworden dort in Lemberg, Polnisch, Deutsch, Hebräisch, Jiddisch. Und noch in vielen anderen Sprachen zu Hause ist er lebenslang gewesen. Er wuchs auf, nicht bei seinem Vater und seiner Mutter, sondern bei den Großeltern, bei Salomon, Buber und Adele. Buber, er hat es gut gehabt. Das sei vorausgenommen, vorweggesagt, ein großartiges Großelternhaus. Sie waren beide Menschen von hohem Rang, sagte er, im genauen Sinne adlige Menschen und in eigentümlicher Weise einander zugepasst und einander ergänzend. Der Großvater, ein Großgrundbesitzer, ein Getreidehändler, ein Direktor 2 Banken, ein Grubenbesitzer, ein Mensch mit einer zentralen Position in der städtischen Handelskammer, der zugleich die zentrale geistige Gestalt der großen jüdischen Gemeinde von Lemberg war. Ich glaube, 28% der Menschen waren Juden zu dieser Zeit in Lemberg. Er war langjähriger Vorsteher der Gemeinde. Und zugleich war er ein Forscher, ein Gelehrter der jüdischen Aufklärung, der Haskalah, die ihr Zentrum in Westeuropa hatte, und ein ganz eindrucksvoller Midrasch-Kenner. Er machte große Midrasch-Editionen, Texteditionen, war zu Hause in den alten Handschriften. Martin Buber hat ihn wunderbar beschrieben in seiner Arbeit am Wort, an jedem Wort, mit dieser geistigen Leidenschaft. Ein wunderschönes Porträt von ihm.
Wenn er, wie häufig, wenn fremdsprachige Gäste aus fremden Ländern ihn besuchten, Hebräisch sprach, klang es wie die Rede eines aus der Verbannung heimgekehrten Fürsten. Er machte sich keine Gedanken über das Judentum, aber es wohnte in ihm. Da wurde er groß, aber er sagte, die Beziehung der Großmutter zur Sprache war fast noch inniger. Sie, die in ihrer Heimat, in ihrem Städtel, in ihrem jüdischen Städtel heimlich las Jean-Paul Schiller, deutsche Literatur, weil sie dies so schätzte, diese Sprache, wie einen Schatz verborgen und behütet. Man denkt an Paul Celans Mutter Friederike Schrager und dass beide so mit einer Hochschätzung der deutschen Sprache groß wurden, Celan und Buber. Ja, er sagte, diese Beziehung der Mutter, der Großmutter zum echten Wort, die hätte auf ihn fast noch stärker gewirkt als die des Großvaters, weil es so eine so unmittelbare und so fromme Liebe gewesen sei. Mutter war kein Thema, sie war weg. Das Kind selber erwartete, seine Mutter bald wiederzusehen, aber es brachte keine Frage über die Lippen. Vierjährig sagt dann ein Nachbarskind zu ihm, ein älteres Mädchen, sehr entschieden, nein, sie kommt niemals zurück. Dieser Ausspruch sei in ihm gewissermaßen haften geblieben. Er verhärtete sich von Jahr zu Jahr immer mehr in meinem Herzen. Er hatte so den Eindruck, in diesem Mangel hat er sein eigentliches Lebensthema gefunden, die Beziehung, die Begegnung, das Gespräch. Ich vermute, dass alles, was ich im Laufe meines Lebens von der echten Begegnung erfuhr, in jener Stunde seinen ersten Ursprung hat. Nein, sie kommt niemals zurück. Den Vater sah er öfter. Ab dem 9. Lebensjahr sehr regelmäßig, wo er die Sommer bei ihm verbrachte, im Buchenland, in der Bukowina, also dann wirklich in der Landschaft Paul Celans. Da lebte der Mann auf dem Land, der selber auch ziemliche Fähigkeiten hatte in diesen Bereichen wie sein Vater wirtschaftlich gesehen, aber zugleich die Natur liebte und sich der Landwirtschaft gewissermaßen ergeben hatte. Er hatte bedienstete Mitarbeiter, für die er Verantwortung übernahm. Er war ein Leiter, aber Martin Buber beeindruckte sehr Vaters Umgang mit der Natur, mit dem Getreide, mit dem Land, dieses Beziehungs- und Begegnungsverhältnis zu der Natur, aber auch zu den Menschen, zu seinen Mitarbeitern, zu dieser Fürsorge. Er hat oft den Jungen mitgenommen, auf seinen Wegen im Sommer, hat ihm erzählt, er war ein großer Erzähler, der Vater, und er erzählte immer von Menschen, die er gekannt hatte, aber zugleich haben sie dann Mitarbeiter getroffen, Arbeiter, und er hat sich denen zugewandt und er zeigte aber auch seinem Sohn das Land. Diese Du-Beziehung zur natürlichen Umwelt war ihm ein großes Anliegen. Er erlebte es früh und in der Mitte der Kindheit eine ganz tiefe Erfahrung, die er später einmal aufgeschrieben hat. Vielleicht kennen Sie die Geschichte, das Pferd. In hohem Alter hat Martin Buber einige autobiografische Erinnerungen niedergeschrieben. Ich möchte eine vorlesen, das Pferd, damit Sie ihn an dieser Stelle einmal auch literarisch kennenlernen oder wieder hören. Ich denke, viele von Ihnen, die heute Abend gekommen sind, haben diese kleine Geschichte, das Pferd, gelesen. Ich denke, Mitte der Kindheit, vielleicht 10. Lebensjahr und natürlich pädagogisch gesehen ein hochsensibles Alter für die Frage der Beziehung, wo das Kind in einer gewissen Weise nicht mehr so selbstverständlich in der Umwelt mitlebt, sondern etwas bemerkt, was im Zwischenraum ist und ringt um ein neues Verhältnis, aber nicht im Bewusstsein, sondern im Gemüt. Während der Sommerferien auf dem Gut meiner Großeltern weilend, pflegte ich mich, so oft ich es unbeachtet tun konnte, in den Stall zu schleichen und meinem Liebling, einem breiten Apfelschimmel, den Nacken zu kraulen. Das war für mich nicht ein beiläufiges Vergnügen,
sondern eine große, zwar freundliche, aber doch auch tief erregende Begebenheit. Wenn ich sie jetzt von der sehr frisch gebliebenen Erinnerung meiner Hand aus deuten soll, muss ich sagen, was ich an dem Tier erfuhr, war der andere, war das andere, die ungeheure Anderheit des anderen, die aber nicht fremd blieb wie die von Ochs und Widder, die mich vielmehr ihr nahen, sie berühren ließ. Wenn ich über die mächtige, zuweilen verwunderlich glatt gekämmte, zu anderen Malen ebenso erstaunlich wilde Mähne strich und das Lebendige unter meiner Hand spürte, war es, als grenzte mir an die Haut das Element der Vitalität selber. Etwas, das nicht ich, gar nicht ich war, gar nicht ich vertraut, eben handgreiflich das andere. Nicht ein anderes bloß, wirklich das andere selber. Und mich doch heranließ, sich mir anvertraute, sich elementar mit mir auf Du und Du stellte. Der Schimmel hob, auch wenn ich nicht damit begonnen hatte, ihm Hafer in die Krippe zu schütten, sehr gelind den massigen Kopf, an dem sich die Ohren noch besonders regten, dann schnob er leise, wie ein Verschworener seinem Mitverschworenen ein nur diesem vernehmbar werden sollendes Signal gibt. Und ich war bestätigt. Einmal aber, ich weiß nicht, was den Knaben anwandelte, jedenfalls war es kindlich genug, fiel mir über dem Streicheln ein, was für einen Spaß es mir doch machte, und ich fühlte plötzlich meine Hand. Das Spiel ging weiter wie sonst, aber etwas hatte sich geändert. Es war nicht mehr das. Und als ich tags darauf nach einer reichen Futtergabe meinen Freund den Nacken kraulte, hob er den Kopf nicht. Schon wenige Jahre später, wenn ich an den Vorfall zurückdachte, meinte ich nicht mehr, das Tier habe meinen Abfall gemerkt. Damals aber schien ich mir verurteilt. Kindlich waches Erleben, Mitte der Kindheit möglicherweise, sich selber erleben an der Berührung, sich die eigene Freude statt das Erlebnis des anderen oder des Zwischenraums, Selbstgewahrwerdung, Zurückfallen auf sich und den anderen verlieren. Martin Buber hat später viel darüber geschrieben, auch im Hinblick auf die Liebe zum anderen Menschen, die Zärtlichkeit und wie das geschieht, wenn man sich selbst im Wesentlichen erlebt und aus der Beziehung herausfällt. Ja, ein Urerlebnis für ihn, natürlich die Niederschrift auch in der Sprache des erwachsenen alten Menschen im Rahmen seines Verständnisses von der Anderheit des anderen und der Aufgabe wahrer Begegnung und dennoch ein wichtiges Erlebnis des Kindes. Ein gespürtes, gefühltes Erlebnis, wie auch ein anderes, das er beschrieb, das ich nicht vorlesen möchte, das ist, dass er noch die Nachklänge erlebte in dem Städtchen Sadagora, wo auch Paul Celan oft war, wiederholt war, eine Hochstadt, ein Hochstädtchen des Chassidismus einst gewesen. Die letzten Ausläufer dieser besonderen, mystischen Frömmigkeit, die im 18. Jahrhundert dort aufgebrochen war, in einer ganz besonderen Bewegung, lebenspraktisch, freudig, mit viel Tanz und Gegenwart verbunden, um den Baalschem herum, den Begründer, den Meister des guten Gottesnamens in diesen Gegenden dort, südpolnisch, in diesen Landschaften von Podolien, Wolhynien und so weiter, und sich dann ausbreitete. Es war jetzt so nicht mehr da, aber er sagte, ich habe etwas davon noch erlebt. Die großen Tzaddiks, die Frommen, die Gerechten, die gab es nicht mehr, aber noch immer gab es etwas von dieser Gemeinschaftssphäre, und auch von diesem damaligen Ideal des vollkommenen Menschen, der Tzaddik, der Rater der Menschen.
Ich spürte etwas, sagte Martin Buber, von dem, was da einmal anwesend gewesen war. Eine erste Ahnung hatte ich, dass da eine gemeinsame Seelenfreude die Grundlage einer Menschengemeinschaft war. Es war ein Kindheitserleben, gerade in Sadagora, aber er kam später darauf zurück. Ab dem 10. Jahr besuchte er erst die Schule. Bis dahin gab es Privatunterricht im Haus des Großvaters. Er zieht dann nach der Verheiratung, der Wiederverheiratung, der zweiten Heirat des Vaters zu ihm in das Stadthaus des Vaters, sodass die Zeit der Großeltern nicht mehr die direkte blieb. Die Beziehung blieb, aber sie waren nicht mehr unmittelbar zuständig. Und er ging ins Gymnasium, ins polnische Gymnasium von Lemberg. Er hat einiges darüber erzählt und da wir ihn bis zum 87. Lebensjahr begleiten wollen, heute Abend werde ich es nicht erzählen, möchte nur einen Punkt nennen. Als er die Bar Mitzwa mit 13 Jahren erhielt, also diese Einweihung ins Jugendalter nach jüdischem Ritus, da hat er eine Rede gehalten und die ist erhalten am 8. Februar 1891. 13-jährig. Er legt Stellen aus, wie man es damals so tat. Er kommentierte Altes Testament. Unter anderem bezog er den Talmud natürlich ein, biblisch, aber auch Schiller. Das kommt einerseits von dieser hohen Literaturverehrung seiner Großeltern, aber er war auch in ostjüdischen Kreisen hochgeschätzt, Friedrich Schiller. Und Buber kommt unter anderem dann zu sprechen auf das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und möchte aufzeigen, dass das Judentum nicht nur die Liebe zum Nächsten gelehrt habe, sondern auch zum Feind. Und dass die Liebe zum Nächsten den Feind umschloss und auch die natürlichen Geschöpfe, die Tiere und das Anorganische. Also das war ihm schon so wichtig mit 13 Jahren. Und einen anderen Punkt möchte ich noch nennen. Ihm ist auch wichtig zu betonen, dass das Judentum eine Religion der Gotteserkenntnis sei. Und in dieser Gotteserkenntnis-Idee lebe Vernunft und Gemüt. Und er sagt da, im Christentum lebt nur Gemüt. In der Philosophie lebt nur Vernunft, Haupt und Herz. Aber im Judentum, so sagt der 13-Jährige, ist beides anwesend. Man könnte in gewisser Weise sagen, michaelisch, nicht wahr? Die Herzen beginnen Gedanken zu haben und das Haupt und so weiter spürt ab, wie das ist mit dem Licht und Dunkel des Denkens. Ein interessanter Gesichtspunkt für einen 13-Jährigen, dass er so eine Gotteserkenntnis, die zugleich aber verbunden ist, mit der Gottesfurcht, sagt er. Das ist typisch für das Judentum, diese Gotteserkenntnis aus dem Zusammenspiel zwischen Gemüt und Vernunft. Aber dann kommt noch der Aspekt der Ehrfurcht, wenn Sie so wollen, ein Willensaspekt, aber auch ein Aspekt einfach der Demut hinzu. Immerhin waren das die Themen, die er anschlug. Dieser 13-jährige junge Mann, ich sage es deswegen, weil es Lebensthemen geworden sind, wie ja nicht selten im Jugendalter etwas vom Lebensaufgabenschicksal eines Menschen in gewissen ersten Vorklängen anwesend ist. Er ging dann ganz stark den Weg in die Philosophie hinein, in dieser kulturell so reichen Stadt. Darüber wäre manches zu sprechen, wie er positiv Kant rezipierte, anders als Rudolf Steiner. Begeistert ihn Kant, weil er den Eindruck hatte, durch das Aufzeigen dessen, dass Raum und Zeit keine absoluten Grenzen und Kategorien sind, sondern Erkenntnisformen des Menschen, bleibt etwas Großes, darüber hinausgehendes übrig. Er beschreibt, wie er in Kant einen Begriff von Ewigkeit, an seiner Philosophie einen Begriff von Ewigkeit, an dem nicht raumzeitlich Gebundenen und auch einen Begriff von Freiheit entwickelt hat. Sehr eindrücklich, wenn man es nachliest bei ihm. Aber auch Feuerbach begeistert ihn schon mit 16, 17, weil er da etwas findet, was ein Element einer dialogischen Philosophie
aus dieser idealistischen Konzentration auf das Ich heraus ist. Ein auffindendes Du, eine Entdeckung des Du in der Philosophie bei Feuerbach. Lebensthemen von Martin Buber im Jugendalter auf seine Art verfolgt, um dann das Philosophiestudium in Wien aufzunehmen. Wien, das war die Stadt, wo es hinging. Das hat auch Paul Celan so gesagt. Von Czernowitz ging es eigentlich innerlich nach Wien. Und auch für Martin Buber ging es nach Wien. Er tauchte ein in diese musikalische, literarische Umbruchswelt um 1896. Er ist 18 Jahre alt. Er nimmt das alles in sich auf, was sich da vollzieht in den verschiedenen kulturellen Gebieten, erst einmal weit weg vom Judentum des Großvaters. Er begeistert sich unter anderem hingabevoll für Nietzsches Philosophie, beginnt in Zarathustra in die polnische Sprache zu übersetzen. Er hat sich später als einen schweifenden Geist in dieser Zeit beschrieben und gesagt, ich hätte mich da verlieren können in dieser Vielfalt, in diesem Wirbel dieses Zeitalters. Und natürlich ist er auch in der Literatur zu Hause, bei Hugo von Hofmannsthal. Er liebt Rilke, George, aber in der Musik natürlich Mahler und Schönberg. In die tiefen Psychologie bewegt er sich hinein, Freud, Breuer. Wien als Ort, er sagt, Erbin reifer Weisheit, großer Anmut. Seine Seele ist neuromantisch gestimmt, könnte man vielleicht sagen, wenn man das ein wenig literarisch fassen möchte. Er ist sehr empfänglich. Aber er hat den Eindruck, im Rückblick zumindest, ich hätte mich da völlig verlieren können, wenn auch ewig begeistert. Und was ihn dann wirklich anders ernst anspricht, so sagt er, war der Zionismus. Mit Theodor Herzl und Max Nordau taucht auf die Vision eines Zion, einer Heimat, ein Eres Israel, eine Heimstätte für das Judentum. Herzls Buch 1896, der Judenstaat, erschien in dem Moment, wo Martin Buber nach Wien kam. Und es ergreift ihn wirklich in der Tiefe, sagt er, seiner Seele. Erinnert ihn an etwas, was er dabei war zu verlieren. Enracinement hat Simone Weil diese Wiedereinwurzelung, diese Verwurzelung. Er entdeckt die Wurzeln des Judentums neu. Nun beginnt etwas, in dem er groß geworden ist, wobei er seit seiner Bar Mitzwa, auch darin Celan vergleichbar, nicht wieder in die Synagoge ging. Und dennoch ist er darin groß geworden, im Sprachgeist des Jüdischen, in der Arbeit des Großvaters. Beginnt er für sich neu zu entdecken, wenn auch nicht nur. Denn Martin Buber war in den Jahren der Jahrhundertwende auch sehr beschäftigt mit der Mystik des Christentums, setzt sich intensiv auseinander mit Jakob Böhme, mit Meister Eckhart, aber auch mit Cusanus, mit Paracelsus, Valentin Weigel. Aber dieses Judentum, also es war nicht das Einzige, Sie merken, das Spektrum ist groß und gerade auch, was ist eigentlich im Christentum als Vertiefung durch die Mystik aufgebrochen, aber dieses, die Frage nach Zion ergreift ihn doch existenzieller. Und auch ein Mensch wie Theodor Herzl, der eine außerordentliche Erscheinung war, auch Max Nordau war sehr eindrücklich, wenn man ihn bei diesen zionistischen Kongressen erlebte. Nordau hat immer den Kongress begonnen mit einem Überblick über die Lage der Judenheit auf der Erde. Also sozusagen in allen Ländern ein enormes kosmopolitisches Bewusstsein. Und Herzl, dieser utopisch-visionäre Geist, entwarf dieses Palästina, das vor ihm stand. Und er nimmt an diesen Kongressen teil, zunehmend. Zugleich betreibt er seine Studien weiter, die ihn auch an andere Städte führen. Er bleibt nicht in Wien, er geht nach Leipzig, wo Bach ein großes, tiefes Erlebnis für ihn wird. Zugleich begründet er eine jüdisch-zionistische Studentengruppe. Von dort ging es weiter nach Berlin zu den großen Professoren der Sozialpsychologie, Simmel, Dilthey. Er hatte große Lehrer, Martin Buber.
aber war selber schon als 23-jähriger Student in Berlin in gewisser Weise eine Erscheinung. Es erinnert sich später einer seiner Weggefährten, ein Rabbiner, Judas Magnus, eigentlich aus San Francisco, später Rektor der Universität Jerusalem, hat früh Buber erlebt als Student in der Berliner Universität und schrieb in einem Brief später in der Erinnerung an Buber: Obwohl der Saal des Hörsaal bis auf den letzten Platz voll war, kamen Sie an der Spitze einer Gruppe von Jugendlichen durch eine Nebentür herein und Sie setzten sich in die erste Reihe, die offenbar für Sie reserviert war. Ihr schwarzer Bart, 23 Jahre, Ihr gemessener Schritt, Ihre Art, an der Spitze einer Gruppe wie ein Zaddik vor seine Chassidim zu treten, veranlassten mich, den neben mir sitzenden Studenten, einen blonden Arier, zu fragen, wer sie seien. Und seine Antwort lautete: Dieser Jude sei der Stifter einer neuen religiösen Sekte. 23 Jahre, offensichtlich nicht ganz ohne Charisma. In der Tat beschäftigte Martin Buber sehr stark die Frage des, keine neue Sekte, aber die Wiedergewinnung einer geistigen Identität des Judentums. Das ist das, was er sehr früh versucht, in die zionistische Bewegung einzubringen. Er bejaht sehr die Vision und die Utopie, den Weg von Herzl. Aber er sagt immer, das eine ist die Frage der Landnahme und der politischen Gestaltung. Aber wir müssen vor allem auch sehen, dass wir die kulturelle innere Identität des Judentums entwickeln. Denn Sie alle wissen, wie viele Juden waren längst assimiliert, hatten längst viele ihrer Grundlagen verloren. Durch die Ostjuden, die ja viel flüchteten vor den Pogromen in Russland und dann später auch in Polen, kam eine Art von ostjüdischer Geistigkeit nach Wien, oft sehr arme Leute. Die hatten ein heiliges Feuer der Seele, sagte Martin Buber. Die brachten etwas Ursprüngliches von einem Geist des Judentums wieder mit, was im Westen schon lang in den arrivierten großbürgerlichen Zirkeln wie untergegangen war. Aber das reichte nicht. Buber vertritt in dieser frühen zionistischen Bewegung sehr stark die Notwendigkeit einer geistig-kulturellen Vertiefung. Parallel studiert er weiter, wie immer viele Fächer, also Hauptfach Philosophie. Er wechselt nach Zürich, Germanistik, Philologie, Literatur, Kunstgeschichte. Auch Psychiatrie, Nationalökonomie, nicht, dass er all diese Fächer zu Ende studierte, aber besucht die Vorlesungen und es sind Lebensthemen für ihn. Gerade auch die Kunstgeschichte. Er lernt eine junge Studentin kennen aus München. Sie studiert Germanistik, Paula Winkler. Sie wird der, sagt, das Du seines Lebens. Sie lernen sich kennen, sie lernen sich lieben, sie geht an seiner Seite. Auch sie ganz verbunden der Kunst, der Literatur. Aber durch ihn erlebt sie auch diesen aufbrechenden Zionismus. Er schreibt ihr von einem der ersten Kongresse und ihre Antwort: Dass ein seit 2000 Jahren gehetztes, heimatloses Volk sich nach dem Boden sehnt, aus dem es Ruhe, Vornehmheit, Kraft wiedergewinnt, ist es etwas Unbegreifliches? Sind Nationen nicht auch Individualitäten? Haben nicht auch Völker Seelen? Mensch zu sein, sollten wir vor allem zueinander stehen. Oh ja, nicht Franzose zu Deutschem, nicht Jude zu Christ, vielleicht auch weniger Mann zu Weib. Mensch zu sein, zueinander zu stehen. Eine sehr fortschrittliche, ein freier Geist, diese Paula Winkler, aus einem katholischen Münchner Elternhaus stammend. 1907 tritt sie in das Judentum ein, heiratet Martin Buber in Berlin, aber schon 1900 wird der erste Junge geboren, unehelich, Raphael. 1901 das uneheliche Mädchen Eva. Und erst 7 Jahre später heiraten sie, nachdem sie in das Judentum eingetreten sei, aber sie blieben zusammen, für immer. Er schreibt in einem Brief: Erst als du zu mir kamst, habe ich meine Seele gefunden. Du kamst und gabst mir meine Seele.
Er geht dennoch nach Berlin zurück, obwohl Raphael schon geboren war und Eva unterwegs war. Er führt seine Studien in Berlin noch einmal weiter, um dann nach Wien zu kommen, wo sie wieder zusammenleben können. Es war bewegt. Diese Studienortswechsel waren immer im Rahmen seiner geistigen Ziele zu sehen. Aber nun musste er auch irdische Ziele verwirklichen, denn eben Raphael war unterwegs und es ging um Geld und er wollte nicht den vermögenden Vater und Großvater um Geld fragen und er übernimmt die Schriftleitung einer Zeitschrift, einer zionistischen Zeitschrift, Die Welt, gerade gegründet. Theodor Herzl fragt ihn, ob er das übernimmt. Und er macht das. Er arbeitet gerne mit Herzl zusammen und für diese Bewegung mit eigenen Positionen. Das eine ist die Frage der jüdischen Identität, der Vertiefung in die kulturelle Aufbauarbeit. Er sagt, da müssen wir erst einmal hin, bevor wir zu sehr denken, wie ist das mit dem Land und dem Staat. Und das zweite ist, wenn wir schon an den Staat denken, dann ist eben, und da zitiere ich ihn wörtlich 1901 in Basel, dann ist eben Zionismus etwas anderes als jüdischer Nationalismus. Denn Zion ist mehr als Nation. Zionismus ist Bekenntnis zu einer Einzigartigkeit. Es ist auch keine bloße an einen geografischen Ort geknüpfte Bezeichnung wie Kanaan oder Palästina, sondern es ist von jeher ein Name für etwas, was an einem geografisch bestimmten Ort werden soll, in der Sprache der Bibel, der Anfang des Königtums Gottes über alles Menschenvolk. Und es gehöre, so sagte Buber, zur gewissermaßen Menschheitsmission des Judentums, unter radikalem Verzicht auf alle nationalistischen Neigungen einzutreten für die Selbstbestimmung der Völkerseelen. Das Verhältnis zu den arabischen Nachbarn oder zu den Menschen, die dort lebten, war Buber von Anfang an ein Riesenanliegen. Und das war schwierig in der zionistischen Bewegung, wurde immer schwieriger. Er fühlte sich nicht verstanden und sah Unheil voraus. Er fühlte sich auch nicht verstanden mit seinen Menschen. Er hatte eine kleine Gruppe, nannten sich Demokratische Fraktion, mit dem Anliegen der Arbeit an der inneren Identität. Aus dieser Gruppe kam auch der Plan, wir brauchen eine Hochschule in Palästina. Es geht um so etwas wie eine Wissenschaft des Judentums. Wir brauchen als allererstes einen jüdischen Verlag. Nebenher, aber nicht ganz nebenher, schafft er seine Dissertation. Das geht nochmal zum Christentum. Beiträge zur Geschichte des Individuationsproblems am Beispiel Jakob Böhme. So ist das um die Jahrhundertwende bei Martin Buber, um die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts. Ich muss jetzt nicht viel Ihnen sagen, mit was für Themen Rudolf Steiner sich in dieser Zeit beschäftigt. Die Mystik im Aufgang des neuzeitlichen Geisteslebens und anderes. Große Konvergenzen, allein schon thematisch. Die Trennung von Herzl erfolgt und er zieht sich zurück vom politischen Zionismus, völlig zurück, und geht weiter in Richtung der Grundlagen und zieht wieder nach Berlin. Aber diesmal können die Kinder nachkommen und Paula in diese so buberscheußliche Stadt. Er fühlt sich nicht ganz wohl, aber hat dennoch den Eindruck, Berlin ist wichtig für die Entwicklung in Deutschland, vielleicht auch Europa, für die geistige Entwicklung. Er wird Lektor bei einem guten Verlag, Rütten und Löning, für den Lebensunterhalt. Er beginnt in diesem Verlag unter anderem die Herausgabe einer großen Reihe von sozialpsychologischen Monographien. Die Gesellschaft heißt die Reihe. Er bittet berühmte Professoren wie den Lehrer von Christian Morgenstern, Werner Sombart. Er bittet Gustav Landauer, einen 8 Jahre älteren Philosophen, Literaten, um eine Arbeit. Aber auch Simmel, seinen geliebten Professor.
Es entstehen bis 1912 35 Bände, die er herausgibt, Martin Buber, sozialpsychologischer Monographien. Selber zieht er sich sonst zurück und arbeitet an dem, was er neu findet, nämlich diesen Chassidismus. Er hat ihn als Kind erlebt, aber jetzt interessiert ihn die schöpferische Grundlage dieses mystischen Aufbruches im 18. Jahrhundert. Goethezeit eigentlich, war die Lebenszeit von diesem Baalschem. Und er merkt, da ist etwas drin wie die Seelenkraft des Judentums in dieser Bewegung. Eine alte jüdische Kraft, aber verbunden mit einem neuen Freiheitselement. Und er vertieft sich ganz in das, was er urkundlich da finden kann. Denn er ist beeindruckt auch gerade von der Präsenzkraft dieses religiösen Zuganges, wo Gott eigentlich nicht irgendwo ist, sondern in jedem Ding und auch erreichbar ist durch die reine Tat des Menschen. Urjüdisches ging mir auf. Im Dunkel des Exils zu neu bewusster Äußerung aufgeblüht. Die Gottesebenbildlichkeit des Menschen als Tat, als Werden, als Aufgabe gefasst. Und dieses Urjüdische war mir ein Urmenschliches, der Gehalt menschlicher Religiosität. Er versteht da etwas eben nicht einer speziellen Konfession, sondern wie er sagt, Urmenschliches in dieser weltbejahenden Mystik, auch in dieser Vision des vollkommenen Menschen, die der Tzaddik gewissermaßen versucht zu verfolgen. Ganz innerweltlich, nicht flüchtig irgendwohin, sondern hier, in dieser starken Gegenseitigkeit, diesem Dialogischen, was er da entdeckt. Dialogisch zwischen den Menschen und in der Gemeinschaft, aber auch, dass Gott und Welt nicht getrennt sind, aber auch nicht der Werktag und der sogenannte Sonntag. Das Sakrale und das Profane, das ist ineinander. Es ist eigentlich gelebtes, dialogisches Leben. Und er sagt, eigentlich erlebe ich da den letzten starken Versuch der Verjüngung einer Religion in der ganzen modernen Geistesgeschichte. Also was da aufgebrochen ist, Nelly Sachs würde sagen, aus dem Glutkern der Sache selber, das ist das alte Feuer in neuer Zeit. Und er findet diese Legenden, die aber schon zigfach umgeschrieben sind, das Literaturgut, das noch da ist, ist eben dann durch viele hindurchgegangen. Und er hat den Eindruck, man könnte den Kern noch einmal zu fassen kriegen und sehr wohl auch beschreiben, aber nicht philosophisch, sondern literarisch. Und so beginnt er mit seiner ersten Publikation, er ist 28 Jahre alt, die Geschichte des Rabbi Nachman. Das ist sein erstes Werk in diesem Sinne, das er herausgibt, mit dem er bekannt wird. Er betrachtet diesen Rabbi als einen der letzten jüdischen Mystiker, widmet das Buch seinem Großvater Salomon Buber, dem letzten Meister der alten Haskala. Ja, es ist eine Art Nacherzählung, es ist eine Art Neuschöpfung, es ist etwas Kongeniales. Es ist der Versuch, mit eigener Spiritualität das Echte in dem, was Überlieferung geworden ist, herauszuholen. Es ist der Versuch, sich so einzuleben, dass das Ursprüngliche sichtbar wird. Ich erlebte auch in den Stücken, die ich völlig neu einfügte, denn er schreibt selber auch ganz Neues, meine Einheit mit dem Geiste Nachmans. Ich hatte eine wahre Treue gefunden. Zulänglicher als die unmittelbaren Jünger empfing und vollzog ich den Auftrag, ein später Sendling in fremdem Sprachbereich. Das ist ein gewisser Anspruch, wenn Sie so wollen. Kritiker fanden das vermessen. Wobei er das so nicht gesagt hat. Aber er hat es gemacht. Wir kennen Vergleichbares von Rudolf Steiner, der sich so in den Geist der Oberuferer Spiele oder in anderes einlebt, dass er sie, ja, jetzt kann man sagen, in ihrem Original verändert. Aber wo ist das Original? Nicht? Denn die überkommene Textgestalt ist ja nicht mehr die Originale. Aber es ist natürlich für einen wissenschaftlichen Geist, der unter wissenschaftlich Dokumente versteht, ein sozusagen gefährliches Vorgehen. Buber war sich dessen nicht zu schade.
Sein Vater hat es nicht so sehr geschätzt. Er ist 30 Jahre alt, als er vom Vater einen Brief bekommt. Glücklich wäre ich, wenn du dich von dem Chassidischen und so Haarsachen endlich lossagen würdest, dasselbe nur geistesverwüstend und unheilvoll einwirken. Und es ist schade, deine Fähigkeiten auf so ein fruchtloses Thema zu verwenden und so viel Arbeit und Zeit sich und der Welt nutzlos zu verbrauchen. Ich weiß nicht, ob er geantwortet hat. Ich glaube, es war Paul Celan, der einmal sagte, in jeder jüdischen Familie müsse der Brief an den Vater wieder neu geschrieben werden, den Kafka an seinen Vater schrieb. Der Sohn muss dem Vater wieder einen Brief schreiben. Ich glaube nicht, dass Martin Buber so einen kafkaschen Brief an den Vater entworfen hat. Aber das ist eine Stimme, nutzlos. Es begründete Martin Bubers Popularität, aber auch Umstrittenheit, gerade auch unter gelehrten Juden. Was macht er da? Es ist eine Art Nachdichtung, Umdichtung. Ist es ernst zu nehmen? Wer ist der Mann? Er geht nicht in die Synagoge. Er ist kein Orthodoxer. Er beachtet die Vorschriften nicht. Aber er schreibt über Rabbi Nachman. Wer ist der Mann? Aber er geht noch weiter. Er verlässt das Judentum auch immer wieder. Und ekstatische Konfessionen, ein Buch. Er geht mystischen Zeugnissen in Ost wie West nach, in vielen Bänden und Kulturkreisen. Er versucht, verschollene für die Seele der Menschheit auf höchste wichtige Dokumente aus verschiedenen Kulturkreisen wieder aufzufinden oder ans Licht zu heben. Indien, China, Ägypten, Mittel- und Nordeuropa. Teilweise mit chinesischen Mitarbeitern, einen Band über China mit chinesischer Mystik. Es ist ihm also auch dieses Weltumspannende von Bedeutung, obwohl er seine Heimat und seine Zukunft im Judentum hat. Manche Menschen sind doch sehr beeindruckt von Buber, jetzt nicht nur von dem Rabbi Nachman und dem Baalschem, das ist das nächste Buch, sondern auch von Vorträgen, die er immer wieder so gibt und auch seinem Auftreten in der frühen zionistischen Bewegung. Und sehr wichtig für ihn wird mit 31 Jahren eine Einladung aus Prag. Da schreibt ein Vertreter eines Bundes jüdischer Hochschüler, Bar Kochba, die sich Sternensohn nannten, also nach dem Anführer im zweiten Aufstand gegen die Römer, einen sehr, sehr schönen Brief an Martin Buber. Wir haben ja heute im Westen ja wohl überhaupt keinen feinfühligeren Interpreten jüdischen Wesens als Sie. Und er bittet ihn, für die Gruppe nach Prag zu kommen und zu ihnen zu sprechen über den Geist des Judentums. Und da sitzen dann so Menschen wie Hugo Bergmann, dieser Philosophie-Schüler von Brentano und Schüler der Anthroposophie, späterer erster Rektor der Universität Jerusalem. Da sitzen Menschen wie die Freunde von Franz Kafka, Robert Welsch, und andere, also junge Akademiker, die Buber zuhören. In dieser Stadt, die eine Stadt der Schwelle ist, der Brücke Braha, die Schwelle Ost-West. Und Buber als Mittler, er hat diesen ostjüdischen Hintergrund. Er ist dabei ein Philosoph Westeuropas in gewisser Weise. Und er bringt ihnen durch seine besondere Begabung, möchte ich sagen, etwas von der inneren Wirklichkeit des Jüdischen entgegen. Der jüdischen Grundlagen, der Frage nach dem, was in der Tiefe einer solchen Religion als Anrufung lebt. Und er sagt aber auch so Sätze wie, in unserer Sehnsucht nach einem reinen und einheitlichen Leben werden wir den Ruf tönen hören, der einst die große essäische und urchristliche Bewegung erweckte. Es geht ihm ja eigentlich um die Gegenwart und die Zukunft. Und wo ist der Ruf heute, der einst die Essäer auch und die Urchristen in Bewegung brachte? Und wir müssen ihn wieder vernehmen. Wir müssen Vernehmende werden. Das ist die Aufgabe. Und das Judentum als eine Schulung, auch zumindest auch die Stimme zu vernehmen, überhaupt das Du, die Vernehmbarkeit des Anderen und des ganz Anderen, eigentlich ein Schulungsweg. Er wird ein Lehrer eines neuen jüdischen Denkens und er wird immer mehr eingeladen, auch in Jugendgruppen, um zu sprechen.
zu den Menschen zu sprechen. Er bekommt auch Besucher. Er ist in Berlin, sagte ich, in Zehlendorf. Der Rabbi von Zehlendorf wird er manchmal scherzhaft genannt, mit seinem immer länger werdenden Bart und seinen chassidischen Büchern. Aber es kommen Menschen vorbei. Ich nenne mal drei verschiedene. Franz Kafka besucht Martin Buber und schreibt ein Jahr später im Rückblick, dass ihm immer dieses Beisammensein gegenwärtig bleiben wird. Es bedeutete für mich die in jeder Hinsicht reinste Erfahrung, die ich von Berlin habe. Es kommt ein sehr interessanter Mann, ein Referent, William Henry Hitchler, in Indien geboren, 1845, das heißt 30 Jahre älter als Buber, den hat Buber 1899 im Zug kennengelernt, ganz merkwürdig. Das ist ein Hofgeistlicher an verschiedenen europäischen Prinzenhöfen. Und die haben sich im Zug kennengelernt und der kam gerade vom badischen Großherzog oder fuhr dorthin nach Karlsruhe, um ein Treffen zwischen dem Großherzog von Baden und Theodor Herzl hinzubekommen. Weil ihm das so wichtig war, dass die Idee dieses Zion verstanden wird von dem badischen Großherzogen. Und das haben sie im Zug darüber gesprochen. Und im Zug damals sagte er zu Buber: Wissen Sie, ich bin Christ. Und zwar, ich lebe auf die Wiederkunft Christi zu. Aber die kann nicht eintreten, wenn die Juden nicht zuerst in ihre Heimat zurückgekommen sind. Das ist für ihn die Voraussetzung für die sogenannte Wiederkunft des Christus. So haben sie im Zug darüber gesprochen. Und er besucht ihn plötzlich wieder im Mai 1914 in Zehlendorf und ist sehr ernst gestimmt und sagt, es kommt der Weltkrieg. Das habe er aus dem Buch Daniel und durch andere Erlebnisse. Es komme ein großer Weltkrieg. Und Buber ist erschüttert von dem Wort Weltkrieg. Was war das, so fragte ich mich, obwohl noch keineswegs deutlich genug, für einen Krieg, der die Welt umgriff, offenbar doch etwas anderes, als man bisher Krieg genannt hatte. Von jener Stunde datierte bei mir die fortan wachsende Ahnung, die Geschichtszeit der Kriege sei vorbei und etwas anderes, nur scheinbar Gleichartiges, aber immer differenter und monströser werdendes, schicke sich an, die Geschichte und mit ihr die Menschen zu verschlingen. Also da kommt dieser Reverend eigentlich vorbei, der ja schon diese ungeheure Prophezeiung mit der Wiederkunft des Christus und dem Schicksal des jüdischen Volkes gemacht hatte. Und jetzt kommt er mit der Prognose oder der Voraussage des Weltkrieges. Begegnungen von Martin Buber. Eine dritte in dem gleichen Jahr 1914 nannte er Bekehrung. Und erzählte die Geschichte, dass er an dem Morgen in einer tiefen religiösen Meditation war und dann aber einen Gast empfangen hatte. Und er sagt, ich habe ihm zugehört, diesem jungen Mann, so interessiert wie immer, aber ich war nicht ganz bei der Seele, mit der Seele dabei und ich habe die nicht gestellten Fragen nicht gehört. Und er ging dann wieder und er erkundigt sich bald darauf und er ist in den Krieg gegangen und gefallen. Und Buber hatte im Nachhinein den Eindruck, der kam mit wirklichen Lebenssinnfragen und hat sich dann in diesen Krieg gestürzt. Aber er selber, Buber, so verzückt von seiner Morgenmeditation, war nicht ganz anwesend. Und das wurde ihm, sagte er, zu einer Bekehrung, dass die wirkliche Religion eben nicht diese Innenwendung und sei sie noch so grandios sei, sondern zumindest in eins damit die völlige Anwesenheit in der Begegnung mit dem Du. Ja, das hat er sehr, sehr schön beschrieben. Ich lese es aus Zeitgründen nicht vor. Aber diese völlige sich widmen dem Gespräch, dem, der vor mir ist, und darin Religion in gewisser Weise zu sehen, das wurde ihm ganz wichtig. Es kommt dieser Weltkrieg, er bleibt erstmal in Berlin, er versucht etwas aufzuschreiben, was später die Schrift Ich und Du wurde. Er ist durchaus erstmal sehr beeindruckt von dem Kriegsgeschehen, von dem nationalen Aufbruch, wie viele Menschen damals, vielleicht bricht jetzt doch alles um und auf durch diese Existenzerfahrung, vertraut aber auch gewissen
deutschnationalen Parolen. Er war nicht völlig kritisch eingestellt, anders als sein Freund Landauer, zu dem ich gleich komme. Aber irgendwie wird es ihm dann doch zu viel mit Berlin und Hindenburg und Ludendorff, und 1916 verlässt er mit seiner Familie die Stadt. Er möchte Richtung Heidelberg aufs Land. Ja, aber irgendwo ist die Frage, ist das das Ziel? Denn es kommen immer mehr Briefe, mehr und mehr Briefe von Israel, von Jerusalem. Hier ist dein Ort. Denn das war doch eigentlich das Ziel, dass wir dorthin gehen. Bergmann auch noch nicht in Jerusalem, schreibt noch aus Prag, wenn wir jetzt nicht hinuntergehen, so verzäumen wir das entscheidende Jahr, das die Grundlage für alle künftige Gestaltung geben wird. Und er sagt, eigentlich müssen wir jetzt, und sie müssen auch kommen. Wir müssen um sie uns zusammenschließen. Das gibt überhaupt die Grundlage einer Universität. Und Buber sagt, er könne jetzt noch nicht, 1918. Er brauche mindestens noch einige Jahre, um Hebräisch so zu lernen, dass er Vorlesungen halten könne. Und er sei unsicher, ob er sich je schöpferisch in der hebräischen Sprache überhaupt werde äußern können. Und sein Verhältnis zu Israel ist gespalten. Es ist die Zeit, wo die ersten auch Selbstverteidigungs-, noch damals ganz harmlos, Legionen aufgestellt werden. Und er schreibt an Robert Welch, wenn wir eine Legion aufstellen, haben wir dem erwachenden Orient den Krieg erklärt. Das mache ich nicht mit. Dann bildet sich diese Universität, die Grundsteinlegung findet 1918 im Juli statt, 24. Juli, da ist noch das Ende des Ersten Weltkrieges. Eine Universität, für die Buber schon 1902 mit anderen ein Programm geschrieben hatte. Und immer wieder wird er gefragt, auch von Magnus jetzt, diesem Rabbiner, kommen Sie? Wobei die Menschen dort teilweise, die jetzt schon dort sind, Buber gar nicht wollen, weil er ihnen nicht orthodox genug ist oder weil er ihnen nicht wissenschaftlich genug ist, sondern so Erzählungen publiziert hat. Er schreibt zu Magnus, Sie werden verstehen, dass ich mich zu diesem Gegenstand meiner Nichtwissenschaftlichkeit nicht äußern möchte. Wer neue Bahnen befuhr, musste sich zu allen Zeiten deren Existenz von den Passagieren der Alten bestreiten lassen, ohne sich selbst in der Diskussion in anderer Weise beteiligen zu dürfen, als dass er weiterfuhr. Alte Wissenschaft, neue Wissenschaft. Natürlich können die Gralshüter der alten Wissenschaft nicht die neue befürworten. Und eben, das sind die Passagiere der alten Bahnen. Dennoch hat es ihn getroffen. Denn Buber hat wissenschaftlich publiziert und gearbeitet. Nicht den Rabbi Nachman und nicht den Balschem, aber anderes. Aber dieses mit dieser Nacherzählungsmystikliteratur geht ihm lange nach. Viele lieben ihn deswegen. Rosenzweig sagt einmal, man wird immer wegen dem Schlechtesten geliebt, was man publiziert hat. Aber andere messen ihn daran. Krieg, Kriegsende, Heppenheim, ein ruhiger Ort, schön. Aber an anderen Orten Revolution. Und da ist ein Freund von ihm ganz, ganz betroffen und beteiligt. Das ist dieser Gustav Landauer. Ich habe ihn vorher kurz genannt, ein Mensch 8 Jahre älter als Martin Buber, den er in Berlin kennengelernt hat, wo er hätte auch Rudolf Steiner kennenlernen können, in neuen Gemeinschaften, Kreisen von Literaten. Da war auch Landauer gewesen, ein Utopist, ein Mensch, der für eine zünftige Gesellschaft eintreten wollte, mit einem fast messianischen Element, ein glühender Anarchist, der Auffassung war, dass der Staat ein Grundirrtum sei. Und dass man eigentlich den Staat hinter sich lassen müsste. Das hat Rudolf Steiner damals teilweise auch vertreten, einen Staatsanarchismus. Aber Landauer war immer Bubers Seele nah, auch in seinen radikalen Ansichten. Ich habe eine große Liebe für ihren Weg, schreibt er ihm. Aber dieser Landauer ist zugleich ein Eckhart-Herausgeber und ein ganz spirituell heller Mensch. Er kriegt Geld von Buber für die Eckhart-Ausgabe, etwas finanzielle Unterstützung. Denn Buber sieht, Landauer möchte eben Eckhart als einen Lebendigen auferstehen lassen und nicht historisch würdigen. Sein Mensch, der eigentlich eine Entwicklung des Menschen denkt, ein Gottmenschentum,
aber eben durch Revolutionen hindurch. Ja, schreiben Sie es doch auf, schreiben Sie ein Buch, Die Revolution. Erbittet er für diese sozialpsychologische Reihe ein Buch von Landauer, Die Revolution. Und das schreibt der Mann auch. Revolutionen als Zeiten, wo im Grunde das Wunder möglich wird, wo ein Kairos ist, wo etwas Altes außer Kraft gesetzt wird. Das Unglaubliche, das Wunder rückt in den Bereich des Möglichen. Er nennt das Sozialismus, dieser Landauer, aber das ist natürlich, das ist bei ihm nie ein Marxismus-Leninismus. Es ist eine ganz andere Art von Gemeinschaft, die er visioniert, auch jenseits der Parteien und damit sehr intensiv umgeht. Buber fördert das und er wiederum liebt Bubers chassidische Schriften. Er ist auch Jude, aber in Karlsruhe assimiliert groß geworden und durch Bubers Schriften, sagt er, bekomme ich jetzt einen Zugang zur jüdischen Spiritualität, zu diesem Leben, was da in diesen Gemeinschaften war. Und so befruchten sie sich gegenseitig, eigentlich wunderbar, dieser Briefwechsel zwischen den beiden. Im Krieg geht es vorübergehend auseinander, denn das ist ein radikaler Kriegsgegner. Und er sagt, du verklärst oder sie verklären dieses Deutschtum. Sehen Sie nicht, was für eine Kriegspolitik hier gemacht wird? Und man muss das Judentum retten vor diesem europäischen Wahnsinn, statt jetzt dort mitzumarschieren und staatsbürgerlich sich zu benehmen. Der Staat ist der Wahnsinn, der organisierte Wahnsinn. Der moderne Staat ist für Landauer der Antichrist, der Todfeind dessen, was wahres Christentum war, nämlich des Lebensgeistes. Diesen Begriff gebraucht er, der Lebensgeist. Und dem gegenüber steht der moderne Staat. Und deswegen braucht man staatsfreie, autonome, gesellschaftliche Strukturen, Strukturprinzipien eines Neuwerdenden. Da geht Buber mit. Also Sie sind im Krieg vorübergehend nicht ganz der gleichen Meinung, aber es findet sich wieder. Aber dann, als alles umbricht in Deutschland und die Revolution kommt 1919, geht Landauer mitten hinein in diese Münchner Revolution. Und da schreibt Buber, komm auch oder kommen Sie bitte auch. Sie werden gebraucht hier. Und er stellt sich mitten hinein in dieses revolutionäre Geschehen und kommt auf eine furchtbare Weise zu Tode. Buber fährt noch hin und versucht mit Landauer zusammen gegen diese jetzt zunehmend radikalen Elemente die völlige Gewaltlosigkeit zu lehren. Buber diskutiert lange in einer Nacht mit einem Spartakusführer. Landauer sitzt neben ihm, legt seine Hand auf die meine, sein ganzer Arm zitterte. Denn das war ein völlig gewaltloser Mensch, der aber dennoch sah, jetzt ist eine riesige Chance. Und er wird selber ermordet, genauso wie sein Freund und Vorbild Eisner, den Rudolf Steiner ja in gewisser Weise auch nahe stand. Und ich möchte diesen Landauer kurz wirklich hervorheben, weil das war neben Franz Rosenzweig der große Freund Martin Bubers. Und er ist dann so früh zu Tode gekommen, in seinem Einsatz für die kommende Menschheit, so Buber, in seinem Verständnis des Staates als Gebilde des Zwanges und der Gewalt, in seiner Ablehnung des Parteienwesens, in seiner Suche nach einem neuen organischen Gemeinschaftssozialismus, in seinem Wissen, dass nicht nur der Kapitalismus ein Land untergehen lässt, so wie halt manchmal Länder oder Kulturen, sondern die Menschheit und die Erde, wenn nicht etwas Neues beginnt, etwas Urneues. Und Landauer glühte in seiner Seele für diese Verwandlung des Menschen und der Gesellschaft. Und Buber hat immer diesen Weg nach München als einen Fehler gesehen, aber als eine Art Opfer, irgendwie als ein Martyrium, dass Landauer da in die Räteregierung ging. In seiner letzten Gedenkansprache vor Landauer 1939 ein Aufsatz, dann sagt er im Hinblick auf die Kibbuze oder den Kibbutz, er muss der Ort werden, wo sich der Sozialismus zwischen Mensch und Mensch ereignet, unter stündlicher Überwindung neuer Hindernisse durch tagtäglichen Sieg der Brüderlichkeit über die Trägheit der Herzen. Die Kibbuzim, diese Siedlungswerke sind das, was Landauer gemeint hat. Sie sind es, wenn sie nur das in Wahrheit werden, was sie im Grunde sind.
Landauer war gegen den Staat Israel, weil er gegen alle Staaten war, aber er war für diesen Aufbruch. Und Buber hat ihn immer, glaube ich, mitgenommen nach dem Tod. Er hat nicht nur seine Briefe rausgegeben und seine Schriften. Er hat so intensiv mit ihm gelebt, wie später nach dessen Tod mit Franz Rosenzweig. Über den werden wir nächstes und übernächstes Mal einiges hören. Der Mitarbeiter Martin Bubers an der Verdeutschung der Schrift. Ein Mitarbeiter, der schwerst krank war. Krank wurde, bevor die Arbeit eigentlich die gemeinsame richtig begann, eine amyotrophe Lateralsklerose, einer der schwersten Krankheiten der Medizin überhaupt. Unter abenteuerlichen Umständen entstand dieses gemeinschaftliche Übersetzungswerk und diese Freundschaft mit Franz Rosenzweig in den Jahren so ab 1921 bis 1929. Diese Zeit fällt auch die Niederschrift des Buches »Ich und Du« von Buber 1923, ich glaube nicht ganz ohne Rosenzweig zu denken. Er lehrt zum ersten Mal an Rosenzweigs Lehrschule für das Judentum in Frankfurt über diese Inhalte von Ich und Du, von Gegenwärtigkeit und Gegenseitigkeit, von den Elementen des Zwischenmenschlichen, von dem Angesprochensein und Angeredetsein, von der Antwortfähigkeit des Menschen. Eine ganz intensive Zeit nach Landauers Tod ist eigentlich die Zeit mit Franz Rosenzweig. Und für Rosenzweig, der es gesundheitlich nicht mehr übernehmen kann, übernimmt er dessen Berufung an die Universität Frankfurt, einen Lehrauftrag für jüdische Religionswissenschaft und Ethik. Er wird später noch Honorarprofessor Martin Buber 1930. Rosenzweig ist da schon verstorben. Aber die Arbeit an der Verdeutschung der Schrift hatten sie begonnen, gemeinsam. Und sie hatten auch sehr gemeinsame Ansätze. Ich glaube, da würden wir bei dem nächsten Abend dieser Reihe viel hören können. Auch Ansätze, dass es eigentlich darum geht, in einer ganz neuen Weise zu hören. Für Martin Buber war die Schrift ein, ja, Schriftwort gewordenes Hörerlebnis. Und es war für ihn immer die Frage, wie wir wieder Hörende werden können. Überhaupt im Leben, in der Begegnung, in der Biografie, aber natürlich auch im Umgang mit solchen heiligen Texten. Wie kann man wieder hören? Und in dieser Schriftarbeit mit Franz Rosenzweig, die sie von 1925 bis 1929 gemeinsam machen konnten und die dann Martin Buber bis 1961 weitermachte. Und dann war es vollendet. Nicht, was für ein langer, nachtodlicher Weiterweg Bubers, jetzt kann man sagen, allein, wenn das denn stimmt. Landauer und Rosenzweig, große Freunde in dieser Zeit und sein ganzes Leben lang. Rosenzweig warnte früh vor den neu kommenden Verfolgungen des Judentums. Und so war er nicht mehr am Leben, als dann 1933 das Leben sich in Deutschland für die Juden noch sehr, sehr wesentlich erschwert. Es war vorher nicht leicht, aber dann beginnt die Verfolgung. Buber ist sich bewusst, wie gefährlich es ist. Er schreibt schon im November 1932 in einem Brief, dass diese Verabsolutierung von völkischen Staatsideen der gerade Weg in die kommende Katastrophe sei. Er schreibt das interessanterweise an Jakob Wilhelm Hauer, den kennen wir ganz gut, ein Professor von der Universität Tübingen, einer der härtesten und schrecklichsten Kritiker Rudolf Steiners an der Anthroposophie, der später einen steilen Aufstieg bei Himmler hat und in der SS. Eigentlich ein furchtbarer Mann, der Buber versucht zu gewinnen für etwas, was er selber da Indologie und so weiter an der Universität versucht zu etablieren, aber eigentlich ein Kernnazi. Und dem schreibt Buber im November 32, das wäre der gerade Weg in die kommende Katastrophe. Und er schreibt an Paula einen Monat später, Januar 33, bei einer Tagung hätte er eine Idee bekommen, Buber, von der Macht der Vorstellung eines totalen Staates.
dem nicht nur die Wirtschaft, sondern auch Recht, Wissenschaft, Religion unterworfen wird. Und es sei furchtbar, dass selbst intelligente Leute dem zum Opfer fallen. Jetzt Hitler an diesem Beispiel, der jetzt dann am 30. Januar doch Reichskanzler wird, 33. Buber ruft die Juden indirekt zum Widerstand auf, zum geistigen Widerstand. Denn er sagt, das Schlimmste und Schnellste, was uns geschehen kann, ist die völlige, sozusagen, dass wir innerlich gebrochen werden. Die Selbstaufgabe des deutschen Judentums, die natürlich schon lange vorbereitet war durch diese Assimilierung und den Verlust der inneren Grundlagen. Und jetzt wird es von außen auch noch viel enger. Also wenn wir unser Selbst wahren, schreibt er im April 33 in der Jüdischen Rundschau, kann nichts uns enteignen. Wenn wir unserer Berufung treu sind, kann nichts uns entrechten. Wenn wir mit Ursprung und Ziel verbunden bleiben, kann nichts uns entwurzeln. Und keine Gewalt der Welt vermag den zu knechten, der in der echten Dienstbarkeit die echte Seelenfreiheit gewonnen hat. Man kann diese Sätze sehr kritisieren, denn man kann eben doch sehr entwurzelt und vor allem geknechtet und entrechtet werden. Und mit der Dienstbarkeit ist es auch so eine Sache. Aber was Martin Buber natürlich eigentlich sagen will, hat sich als gültig erwiesen, meine ich, dass diese Brechung der inneren Identität nicht erst in den Lagern schon vorher begann und dass eine erste Aufgabe des Widerstands eigentlich der innere Widerstand ist. Überwinden können wir nur von einem unüberwindlichen Heer, das der Labilität nicht untertan ist, das von ihr nicht erfasst werden kann, das ihr unbedingt überlegen bleibt. Also er sagt, da müssen wir hin, zu diesen Kräften. Und das sind auch Kräfte eines neuen Selbstvertrauens, Wertvertrauens, Weltvertrauens. Und wir müssen es auch weitergeben, dieses Vertrauen. Es gibt einen eindrücklichen Text vom Mai 33 in der Jüdischen Rundschau von ihm über die Kinder. Die Kinder erleben, was geschieht und schweigen, aber nachts stöhnen sie aus dem Traume, erwachen, starren ins Dunkel. Die Welt ist unzuverlässig geworden. Also was tun? Ich weiß nichts anderes als dies, ein Unerschütterliches in der Welt der Kinder sichtbar zu machen. Etwas, was nicht versagen kann, weil es den Wechselfällen der geschehenden Geschichte ihrer Labilität nicht unterworfen ist, nicht von der Stunde ist, sondern von Urher, etwas, das unser ist, unentreißbar unser. Wir müssen dem Kind in seiner Welt als ein vertrautes, vertrauliches, ewig vertrauenswertes Israel erfahrbar machen, worunter jetzt nicht nur ein Land versteht, sondern eine Vision von Gemeinschaft. Es liegt an uns, den Kindern die Welt wieder zuverlässig zu machen, an uns, ob wir ihnen uns zusprechen dürfen, getrost. Die Mutter ist da. Das sind sehr aktuelle Sätze, glaube ich, wie Sie auch alle wissen. Auch den Kindern ist auch jetzt wieder die Welt sehr unzuverlässig geworden und so erschüttert. Und diese große Aufgabe, Vertrauen und Zuversicht zu ermöglichen, die Mutter ist da. Natürlich sieht man auch sozusagen im Extremzustand die Mütter mit den Kindern im Wald von Birkenau wartend auf die Gaskammer. Aber auch dort sehen Sie, wie Mütter ihre Kinder geschützt haben und bis zuletzt bei ihnen blieben. Mutter ist da. Und das ins Große gefasst von Buber, wir müssen bilden und ausbilden. Also jüdische Identität meint für ihn jetzt nicht ein Kanon von Glaubenssätzen, sondern ein Weg zur Selbstwerdung des Menschen in der Anrufung. Und das betrifft den Erwachsenen und er gründet eine Mittelstelle, so nennt er sie, für jüdische Erwachsenenbildung. Und es betrifft aber auch Schulen und Kinder, hebräischer Humanismus, Aufbau im Untergang. Es wird alles sofort geschlossen, aber dann wieder aufgemacht von der Gestapo, weil sie auf die Idee kamen, dass das wahrscheinlich den Juden die Auswanderung nahelegt. Und zu dem Zeitpunkt 1935 war der NS-Staat an Auswanderung interessiert. Deswegen kann Buber weiterarbeiten.
und mit seiner Mittelstelle in Frankfurt. Und er ist sehr beteiligt auch an einer neuen Publikationsreihe. Er war ein Mensch der Bücher. Im Schocken Verlag in Berlin kommen ganz viele kleine Monographien, ja, ich würde sagen, zum Überleben heraus. Das erste Buch ist die Tröstung Israels, also Buber Rosenzweigs Übersetzung von Jesaja, Kapitel 40 bis 55. Deutero Jesaja, immer schon das Buch, das Trostbuch im Judentum. Höret auf mich, die ihr die Wahrhaftigkeit kennt, du Volk mit meiner Weisung in den Herzen. Fürchtet nimmer den Hohn der Menschen, durch ihre Schmähungen lasst euch nimmer bestürzen. Das in dem Büchlein, natürlich vieles andere. Und wiederum Scholem, Kafka, Cohen, Ernst Simon. Aber die Freunde in Israel sagen, was machst du da? Kommt! Und wieder der Ruf, kommen Sie jetzt an die Universität, wenn wir Sie hier durchkriegen. Es bleibt ein Kampf, ob man Buber berufen kann an einen Lehrstuhl in Jerusalem oder ob der eben doch gar kein wirklicher Jude ist. Und sie sagen, wenn wir das jetzt durchkämpfen, Bergmann und Scholem, die sind alle jetzt da, dann müssen sie aber auch kommen. Magnus schreibt, wir erwarten jetzt, dass sie ihren Blick endgültig nach Jerusalem wenden. Andere warnen ihn zu kommen. Ein Mensch, der Schüler von Buber war und jetzt in einem Kibbutz arbeitet, sagt, hören Sie, in Israel unter den jungen Leuten, die kennen Sie nur als Mystiker und Romantiker. Hier muss gearbeitet werden, sagen Sie, mit dem können wir nichts anfangen. In Deutschland werden Sie junge Menschen erreichen, in Israel nicht. Buber ist hin und her. Eigentlich gehört er nach Deutschland. Innerlich hat er den Eindruck. Aber diese Möglichkeit und diese Aufgabe, sein Sohn Raphael ist schon dort, schreibt von den zunehmenden Gewalttaten. Es wird immer gefährlicher, aggressiver, militärischer. Ab 36 kommen richtige arabische Aufstände, denn inzwischen war es eine Masseneinwanderung. Es waren 500.000 Juden schon. Und die Araber fühlen sich verdrängt und bilden Selbsthilfe und es geht langsam aber sicher in den Krieg über. Macht man das oder geht man nicht? Er hofft, dass er zeitweise dort sein kann. Am Ende genehmigt ihm die nationalsozialistische Regierung seine Ausreise, wenn er das Haus in Heppenheim hält und wenn er unter der Bedingung, dass er nur so und so lange in Palästina ist und die übrige Zeit in Deutschland ist, und das Haus erhält. So entscheidet er sich dann doch zu gehen. Es ist März 1938, es ist 8 Monate vor der Reichskristallnacht. Es ist höchste Zeit, auch für ihn, obwohl er privilegiert war. Er möchte 20.000 Bücher mitnehmen, man kann es sich vorstellen. Er lebt wie Hieronymus im Gehäus mit seinen ganzen Schätzen an Büchern. Und unter den Augen der Gestapo wird eingepackt. Aber irgendwann gibt er diesem Gestapo-Beamten ein Band mit chassidischen Geschichten und er liest 3 Tage lang und bittet am Ende um die Widmung. Also das ist gut gegangen, aber das ist halt nur einer gewesen. Über Italien, die Schweiz und Italien kommt Martin Buber mit seiner Frau am 24. März 1938 in Haifa an. Er wusste nicht, er ist 60, dass noch 27 Jahre vor ihm stehen. Wir haben nur noch, ich würde sagen, 1/4 Stunde, die geben Sie mir noch, dann haben wir 1,5 Stunden heute über Martin Buber gehört. Man könnte, wie Sie merken, sehr viel mehr Zeit noch. Und ich werde versuchen, diese 27 Jahre wahrlich nicht in ihrer Totalität, aber in einigen wesentlichen Elementen doch auch noch ein wenig vor Ihnen erstehen zu lassen. Was für eine Umsiedlung. In einem orientalischen Haus lebt er da mit seinen alten europäischen Mahagonimöbeln und seinen ganzen Büchern und Kunstbänden. Und es muss schon eine enorme Mixtum Compositum gewesen sein. Das Leben hier bekommt mir gut. Ich lasse mir den Wind der Winde um die Ohren wehen
und den atmosphärischen Druck, der mich in Europa überall begleitete, bin ich los. Ein Beweis, dass es die Gemeinschaft trotz allem wirklich gibt. Ein Brief nach wenigen Monaten. Er geht direkt an die Universität. Seine Antrittsvorlesung im Auditorium Maximum. Sehr gespannt alle. Die Forderung des Geistes und die geschichtliche Wirklichkeit. Staatsideal bei Platon und Jesaja. Auf Hebräisch. Shalom ben Korin, Sie kennen vielleicht den Namen noch oder gar den Mann, sagte, das Hebräisch dieser Vorlesung war so rein und reich, dass man oft nicht mehr wusste, wo Buber die Bibel zitierte oder variierte oder wo er selbst sprach. Das hätte Scholem vielleicht wiederum nicht so gut gefunden, wenn man das nicht mehr weiß, wo er zitiert, wo er variiert und wo er selber spricht. Aber das Hebräisch war großartig. Nein, die ganze Vorlesung war grandios. Was er da entwickelt über Platon und Jesaja, dafür ist die Zeit jetzt nicht, aber im Hinblick auf die Gegenwart und Zukunft. Wir leben davon, sagte Martin Buber auf Hebräisch allerdings, dass es Menschen gegeben hat, die mit der ganzen sozialen und politischen Wirklichkeit ernst machten. Das hat uns herübergetragen in diese neue Chance, eine Realisierung des Geistes, die wir ahnen. Der Prophet, und so auch Jesaja, scheitert für die geschichtliche Stunde, aber nicht für die Zukunft seines Volkes. Es gibt Situationen des Volkslebens, in denen das Volk für eine Stunde gleichsam plastisch und das Unmögliche möglich wird. Das hätte Landauer gefallen. Diese Stunde ist die Chance des Geistes. Das war auch Landauer. Vielleicht ist eine solche Stunde nahe. An diese Stunde vielleicht denken wir, wenn wir unseren Dienst tun. Wir würden ihn freilich auch tun, wenn es das nicht gäbe. Denn resigniert oder unresigniert, der Geist arbeitet. Auch das sind interessante Leitsätze für die Weiterarbeit. Resigniert oder unresigniert, der Geist arbeitet. Und er war ein Arbeiter, dieser Martin Buber. Und er fing sofort an. Nach einem halben Jahr liest er in einer Schweizer Zeitschrift von der Reichskristallnacht und von der Plünderung und Teilzerstörung seines Hauses in Heppenheim, steht in der Zeitung, und der 3000 Bücher, die er zurückgelassen hat. Ja, das Ende der deutsch-jüdischen Symbiose, wie er dann in der jüdischen Rundschau schreibt, diese Vernichtungstat mit automatischer Gründlichkeit. Und er gedenkt eigentlich nochmal dieses Zusammenwirkens. Für ihn in seinem Verständnis war, was er als deutschen Geist, wir trauen uns das gar nicht mehr so auszusprechen, aber er durfte das. Und jüdischer Geist, das gehörte für ihn zusammen. Rudolf Steiner sagte einmal, Europa braucht die Juden und die Juden brauchen Europa. Bei Martin Buber war das sehr präzise gefasst. Ich selber habe es im geistigen Umgang mit bedeutenden Deutschen immer wieder erlebt, wie unvermutet Gemeinsames aus der Tiefe aufbrach und zu Wort und Zeichen zwischen uns wurde. Für ihn war das ein organischer Zusammenhang und nun ist er zerrissen. Sie bedeutet eine tiefere Zerreißung im Deutschtum selbst, als sich heute ahnen lässt. Ein Jahr vor diesem Umbruch hat ein deutscher Denker, Paul Tillich, in seiner Gedenkrede auf Hegel auf die drohende Gefahr hingedeutet. Zitat, das jüdische Prinzip, so sagte er, und er verstand darunter das prophetische Prinzip des Geistes, ist unser eigenes deutsches Schicksal geworden und eine Secessio Judaica wäre eine Trennung von uns selbst. Heute ist die Kontinuität des geistigen Werdens im Deutschtum abgeschnitten. Also eine Trennung, eine Sezession des jüdischen, so Tillich nicht, wäre des prophetischen Prinzips des Geistes, wie er das da etwas fasst, wäre eine Trennung von uns selbst. Ja, also es ist es geschehen, wobei ich möchte sagen, Buber hat es nie ganz akzeptiert. Und er hat nie, wie Scholem, gesagt, es ist so und es ist vorbei. Für ihn ist es vor allem vorbei gewesen, aber immer nicht ganz. Er führt eindrückliche Debatten in dieser Zeit, eine auch mit Mahatma Gandhi, durch zwei Artikel von Gandhi und von ihm.
wo Gandhi eigentlich den Juden in Deutschland, auch in Palästina, aber auch in Deutschland gewaltlosen Widerstand, Satyagraha, empfiehlt. Aber Buber sagt, Mahatma, wissen Sie oder wissen Sie nicht, Mahatma, was ein Konzentrationslager ist und wie es dahin zugeht? Welches die Martern des Konzentrationslagers sind, welches seine Methoden seines langsamen und schnellen Umbringens sind. Und er beschreibt, also man könnte einsichtsvollen Menschen mit solchen friedvollen Methoden entgegentreten, aber da ist niemand, der das Zeugnis entgegennimmt. Da ist gar kein Gegenüber als Mensch. Das ist Dämonie und das ist untauglich. In dieser Situation. Buber war kein gewaltsamer Mensch, aber er war nicht der Auffassung, dass man mit dieser indischen Methode jetzt das Leid in Deutschland angehen kann. Wie kann man es überhaupt angehen? Und es bedrückt ihn zutiefst nach einigen Jahren Israel, dass das, was in Osteuropa geschieht, in Polen, in den Lagern, sehr viele Menschen, so ist seine Auffassung, in Israel nicht so sehr erleben, dass das weit weg ist. Und er macht nochmal einen flammenden Aufruf 1944 mit dem Titel Schweigen und Schreien, dass man das nicht hinnehmen kann. Jeder, der dort Verwandte oder Freunde hat oder hatte, empfindet unmittelbar irgendetwas von dem, was dort geschieht. Aber wir alle empfinden es nicht als Ganzheit. Es fehlt uns die kollektive Einbildungskraft, die Fähigkeit, uns gemeinsam die Wirklichkeit dort zu vergegenwärtigen. Aber das möchte er, dass man das in Israel ganz vergegenwärtigt, was geschieht, und mit allen Mitteln versucht, die Menschen da rauszuholen. Ich möchte das nur sagen, weil Buber, der eigentlich kein politischer Mensch war und sich auch öfter getäuscht hat und den Nationalsozialismus lange unterschätzt hat, wird ihm zumindest vorgeworfen, oder den Ersten Weltkrieg nicht so durchschaute wie Landauer. Dann gibt es aber schon die Momente, wo er sehr, sehr deutlich sieht und auch sehr, sehr deutlich spricht und sich einsetzt und sich unbeliebt macht, auch in Israel. Und von Anfang an nicht akzeptiert diese Trennung zu den Arabern. Von Anfang an sagt, wir müssen hier zusammenleben. Das ist ein Modell einer Einheit. Mit Freunden zusammen gründen sie die IJHUD, die Vereinigung, die Liga für jüdisch-arabische Vereinigung. Also mit Bergmann und anderen, der Dreigliederungsideen von Rudolf Steiner damit hineinbringt, für einen jüdisch-arabischen Staat. Aber David Ben-Gurion und alles geht in eine andere Richtung. Und Buber merkt natürlich von Jahr zu Jahr, dass er nicht eine Mehrheit darstellt. Das wusste er schon vorher, aber dass es schwierig ist in Israel mit dieser Vision durchzudringen. Dennoch, er ist da und er sagt, ich gehe nie mehr weg. Und da können die Bomben kommen und alles, ich bin hier. Und für manche, für viele andere war Buber ist auch da sehr, sehr wichtig. Das Bewusstsein, Buber am Werk zu wissen, ihn jederzeit anrufen oder besuchen zu können. Buber liebte ausgedehnte Telefongespräche. Der Draht war für ihn keine Behinderung des Dialogs. Gab das Gefühl einer gewissen Sicherheit im verschwindenden Chaos der Zeit. Shalom ben Korin. Er ist da und er zieht dann sehr absichtlich in ein arabisches Viertel, Abu Tor, in ein altes orientalisches Haus. Und dort schreibt er noch im Zweiten Weltkrieg dieses Buch Pfade in Utopia, teilweise für Landauer, ich würde fast sagen mit Landauer. Aber es kommt die Staatsgründung, es gibt keinen binationalen Staat, es gibt den David Ben-Gurion an diesem berühmten 15. Mai 1948 proklamiert. Es ist zugleich der Beginn des ersten großen jüdisch-arabischen Krieges. Das Blutvergießen hatte vorher begonnen. Buber soll evakuiert werden aus dem arabischen Viertel, aber er will gar nicht weg, überhaupt nicht weg, und die arabischen Nachbarn schützen ihn. Am Ende wird er von einem anglikanischen Bischof abgeholt, wenn er auch nicht untypisch für ihn. Wenn man mir auch ein Flugzeug vor die Haustür senden würde, so würde ich dieses Jerusalem, in dem das geschah, was ich vermeiden wollte, doch nie verlassen. Da steht er auch, dieser nicht großgewachsene, stämmige Mann. Er steht jetzt mit seinen 60, 70 Jahren
In diesem Bombenkrieg schreibt er seine Psalmenübersetzung und er ist nicht wegzubringen. Judah Magnus, der so gekämpft hat, dass er kommt, schreibt ihn zum 70. Jetzt sehen Sie das Scheitern fast aller Dinge, die Ihnen teuer waren. In Eres Israel ist aus dem Haus Israel ein Volk wie alle Völker geworden. Und es hat keinen Glauben an die Erwählung oder an die religiöse und moralische Sendung des Volkes Israel. Sie, ein Mann des Geistes par excellence, müssen Geistesqualen erdulden, wenn ihnen klar wird, dass innerhalb des Volkes Israel, ihres eigenen Volkes, der Geist keine tatsächliche Wirkung ausübt, sondern nur die Faust und die Gewalt. Buber sah das nie so absolut und er setzte immer auf die Möglichkeit, dass es anders wird, dass der hebräische Humanismus doch siegt. Er stellte den hebräischen Humanismus dem jüdischen Nationalismus gegenüber, den es auch gab, für den Israel ein Volk wie alle Völker ist und keine Aufgabe hat, als sich selber zu erhalten. Aber dann sagt er, das geht nie. Und das ist wie ein Mensch, der nichts anderes will, als sich selber zu erhalten, der stirbt. Denn das gibt keinen Sinn. Er setzt darauf, dass es doch Entwicklungen geben wird und Menschen im Land sind oder groß werden, die doch anders denken. Er gibt nie auf und arbeitet weiter. Der Geist arbeitet, Resignation oder nicht. Weiter die Bibelübersetzungen und sehr vieles andere. Und nicht zu vergessen, auch wenn die Zeit das jetzt nicht mehr umfänglich erlaubt, er reist wieder nach Europa. Das erste Jahr ist 1947, da meidet er noch Deutschland. Er hält 60 Vorlesungen in 6 Ländern um Deutschland herum. An Universitäten in Holland, Belgien, Schweden, Dänemark, England, aber Deutschland nicht. Aber dann kommt er doch in das Land. Er bekommt Preise, da geht das große Streit in Israel los, ob das Buber den Friedenspreis des deutschen Buchhandels annimmt. Und überhaupt sich in einer Weise äußert, auch über das Christentum, das für orthodoxe Kreisen unannehmbar war und ihn wirklich zu keinem Repräsentanten machen lassen. Dann schreibt er 1950, Jesus habe ich von Jugend an als meinen großen Bruder empfunden. Dass die Christenheit ihn als Gott und Erlöser angesehen hat und ansieht, ist mir immer als eine Tatsache von höchstem Ernst erschienen, die ich um seinet und um meinetwillen zu begreifen suchen musste. Mein eigenes, brüderlich aufgeschlossenes Verhältnis zu ihm ist stärker und reiner geworden und ich sehe ihn heute mit stärkerem und reinerem Blick als je. Und er beschrieb Shalom ben Korin sehr schön, wie er diese Beziehung zu diesem Christus, zu diesem Jesus ganz stark aus dem Gehör, aus dem Hören der Evangelien und wie er diese Beziehung pflegt und wie überhaupt der Jude von innen her eine Beziehung zu diesem Jesus finden könne. Und dass es die erhabenste messianische Gestalt sei, nur eben erlöst sei die Welt nicht. Und Buber konnte auch wunderbar über den Isenheimer Altar schreiben. Und er sah etwas als Zukunft zwischen Judentum und Christentum, was für ihn zueinander gehörte. Und er trat dafür ein. Er hatte immer auch Christen, die mit ihm sehr im Gespräch waren, ob es Albert Schweitzer war oder in der Schweiz Leonhard Ragatz. Es waren besondere Theologen natürlich. Aber er gab diesen Dialog nicht auf. Ein nach der Erneuerung seines Glaubens durch die Wiedergeburt der Person strebendes Israel und eine nach der Erneuerung ihres Glaubens durch die Wiedergeburt der Völker strebende Christenheit hätten einander Ungesagtes zu sagen und eine heute kaum erst vorstellbare Hilfe einander zu leisten. Heute kaum erst vorstellbar. Zukunft ist es für ihn. Ja, es wäre schön, auf seine Rede in der Frankfurter Paulskirche einzugehen mit dem wunderbaren Titel »Das echte Gespräch und die Möglichkeit des Friedens«, auch das Ende, wenn man das liest über das echte Gespräch, so heutig,
und auch dem, was dem echten Gespräch entgegensteht und wie das Widermenschliche einzieht zwischen die Menschen und das Untermenschliche. Er spricht vom Satan in der Frankfurter Paulskirche, bedeutet im Hebräischen Hinderer. Das ist die rechte Bezeichnung des Widermenschlichen im Menschen und im Menschengeschlecht. Lassen wir uns von dem satanischen Element daran nicht hindern, den Menschen zu verwirklichen. Erlösen wir die Sprache aus ihrem Bann, unterfangen wir uns trotz allem zu vertrauen. So endet dieser Mann in dieser Paulskirche. In Israel hoch umstritten, auch noch in einer Kirche. Und einen Friedenspreis dort, von wo alles begann. Aber er geht diesen Weg. Er geht diesen Weg und er setzt auf die Zukunft und eben der Geist arbeitet. Merkwürdigerweise stirbt ihm seine Frau auf dem Rückweg, nicht von der Paulskirche, von einer späteren Reise, wo sie in den USA waren und dann in Deutschland, in Frankfurt und dann Italien und in Venedig stirbt sie in einer Gondel. Auf dem Weg zum Krankenhaus, so eine Europäerin wie Paula Winkler immer war. Und er kommt alleine nach Hause, noch einmal 7 Jahre, die er da weiterarbeitet. Und es schafft, die Schrift abzuschließen, Februar 1961, eine kleine Gemeinschaft von Menschen in sein Haus einlädt. Eine der Festreden hält der auch hier kritische Gershom Scholem. Für wen wird diese Übersetzung bestimmt sein? In welchem Medium wird sie wirken? Historisch gesehen ist sie nicht mehr ein Gastgeschenk der Juden an die Deutschen, sondern, und es fällt mir nicht leicht zu sagen, das Grabmal einer in unsagbarem Grauen erloschenen Beziehung. Die Juden, die sie übersetzt haben, gibt es, für die sie übersetzt haben, gibt es nicht mehr. Und die Kinder derer, die diesem Grauen entronnen sind, werden nicht mehr Deutsch lesen. Buber antwortet indirekt ein Jahr später in einem Aufsatz, wo er unter anderem schreibt, dass diese Verdeutschung der Schrift eine Mission habe. Obwohl er selber allem Missionarischen immer völlig abhold war, auch dem jüdischen Missionsgedanken, den es auch gab. Aber diese Mission da lasse ich mir gefallen, der es nicht um Judentum und Christentum geht, sondern um eine gemeinsame Urwahrheit, von deren Wiederbelebung beider Zukunft abhängt. Die Schrift ist am Missionieren und es gibt schon Zeichen dafür, dass ihre ein Gelingen beschieden ist. Also für ihn die Wiederbelebung des Judentums und des Christentums haben etwas mit dem Wiederfinden der Urwahrheit zu tun. Und das sieht Buber nicht. Und er sieht es auch in jungen Menschen, die ihn aufsuchen, die er empfängt. Oft wie Gleichaltrige behandelt, sagen sie, 16-Jährige, die mit Fragen zu ihm kommen. Ein wunderbares Gespräch auch mit Kibbutz-Erziehern ist mitgeschrieben worden, 1961. Ein wunderbares Gespräch über Erziehung und dass Nähe im Kibbutz immer noch nicht Beziehung ist und wie man Dialogik lebt in so einer Lebensgemeinschaft. 9 Tage später, nach diesem Gespräch, hält Bergmann seinen berühmten Vortrag zum 100. Geburtstag Rudolf Steiners an der Jerusalemer Universität. Er versucht immer wieder, Martin Buber Anthroposophie nahezubringen oder die Waldorfpädagogik oder... Aber in gewisser Weise kommt er da nicht sehr weit. Dennoch ist es sehr, sehr schön zusammen, Bergmann und Buber und auch andere. Ja, er widerspricht dem Todesurteil gegen Eichmann, weil er der Auffassung ist, Israel sollte nicht töten. Und er setzt sich nicht durch. Es gehört zum Schicksal des Künders, machtlos vor der Macht zu stehen, die er zur Verantwortung zieht. Aber er geht seinen Weg konsequent bis zum Ende. Und während er am Sterben ist, ist im Stadtrat eine lange Diskussion, ob man ihm die Ehrenbürgerschaft verleihen soll, der Stadt Israel, der Stadt Jerusalem.
und es wird positiv nach langen Debatten beschieden. Er stirbt kurz vor Johanni 1965, wird dann aus dem Haus getragen auf einer Bahre und in der Universität aufgebahrt, die neue Staatsflagge über dem Sarg. Aber arabische Studenten legen Rosen, Nelken und Gladiolen darauf. Und man weiß auch, dass er in seinem Testament vor allem für Studienfonds für arabische Studenten sich eingesetzt hat. Ja, an seinem Grabstein stehen meines Wissens die Worte aus dem 73. Psalm in seiner Übersetzung mit Rosenzweig, die er bei der Bestattung von Rosenzweig gesprochen hat. Und doch bleibe ich stets bei dir. Meine rechte Hand hast du erfasst, mit deinem Rat leitest du mich und danach nimmst du mich in Ehren hinweg. 87-jährig, dieser Weg beschlossen und beschieden, sagte ihnen von Wien nach Jerusalem, durch dieses 20. Jahrhundert, 19. endend und 20. hindurch, Beiträge zum Humanismus. Ich glaube, man konnte es spüren heute Abend in diesem Ringen, aber natürlich im Ringen auch einer ungeheuer schwierigen Zeit, wo man immer in diesem Bewusstsein der Gefahr, dass der Mensch die von ihm selbst geschaffene Welt nicht mehr bewältigt. Und er sagt, es begann mit der Technik, dann kam die Ökonomie und dann kam die Politik. Und der Mensch ist zunehmend ohnmächtig, eigentlich mit seiner Seelenkraft das zu gestalten, was er selber auf den Weg gebracht hat. Und deswegen muss der Mensch wachsen. Er muss mehr Mensch werden. Eine neue Anthropologie, eine Lehre des Mensch, der menschlichen Entwicklung gegen die Angst, gegen die Furcht, gegen die Ohnmacht ist notwendig. Und auch wenn es dann mitunter dunkel aussieht, es ist in dieser Wüstennacht kein Weg zu zeigen, es ist zu helfen, mit bereiter Seele zu beharren, bis der Morgen dämmert und ein Weg sichtbar wird, wo niemand ihn ahnte. Buber, meine ich, hat die Hoffnung nie aufgegeben und er ist diesen Weg gegangen und man kann an seinem Werk sehen, dass es eben doch immer wieder Menschen gegeben hat, die dieses Werk gefunden haben, oft in den Stunden größter Not und auch diese Verdeutschung der Schrift, von der wir etwas hören werden an dem nächsten Abend und die dennoch der Auffassung sind, es ist ein Weg ahnbar oder wird sichtbar, auch wenn wir immer noch nicht wissen, wo er genau lang geht. Einmal schrieb er, wir leben in einer unerlösten Welt. Aber aus jedem willkürlos weltverbundenen Menschenleben fällt in sie ein Samen der Erlösung. Und die Ernte ist Gottes. Die Welt ist unerlöst. Aber wenn ein Menschenleben willkürlos ist und weltverbunden, fällt in diese unerlöste Welt ein Samen der Erlösung. Ich hoffe, dass es gelungen ist, heute Abend dieses weltverbundene und wahrlich nicht willkürliche Leben, dieses Martin Buber und seine Werkwerdung etwas sichtbar werden zu lassen. Das gehört zu einer freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Es gehört die Frage, welche Wege des Geistes gegangen wurden, zu gehen sind und wo vielleicht eben doch Wege sichtbar werden, wo niemand sie ahnt.